schmlade vlaschjufki vehni sjevre noži. Ich bin aufgewachsen, auch in der Musikschule, mit Janáčeks Volksliedern. Und natürlich, das hat sich entwickelt zu Opern. Als ich in Berlin war, da habe ich die Katja Kabanova gemacht, den Kudriasch. Jetzt halt ist die Stimme gewachsen, hoffentlich. Eigentlich frage ich mich, mein Gott, wieso habe ich mir das angetan? Manche Lieder sind so, dass ich denke, das ist so ein Klavierkonzert mit Gesangsbegleitung, weil es ist schon schwierig, auch so also die Intervall und die richtige Intervalle zu finden, weil manchmal im Klavier hört man nur ganz viel Lärm und Gesang hat irgendwelche Töne da und Intervalle und bis man das wirklich sicher, hundertprozentig sicher ist, ah, das ist der Ton, jetzt geht's, dann das ist schon manchmal tricky. Er war 63, denke ich, als er sich verliebt hat, neu verliebt hat. Und dann hat er in seiner lokalen Zeitung ein Gedicht gefunden. Diese Gedichte hat ihn inspiriert, zu dem Zyklus zu komponieren. Und da hat er ganz toll auch diese Entwicklung von der Leidenschaft, dieser ganze innere Kampf mit sich selber und was sagen die Eltern und auch von der Befreiung, das ist unglaublich, wie er das dann in die Musik komponiert hat. Und was wirklich mein Traum wäre, das halt auch szenisch machen. Also ich will kein großes Regiekunstwerk daraus machen, weil die Musik bleibt für mich als Opernsänger das Alpha und Omega des Stückes, aber dass man ein bisschen auch dem Publikum etwas Szenisches anbieten kann. Weil das slawische Repertoire ist eigentlich unglaublich und die Seele singt immer mit, wenn ich diese Musik höre und singen kann und machen kann. Und das ist natürlich das Wichtigste, dass man dass das Innere singt.